Die Eisenkisten wurden hier gelagert. Eine sorgfältige Untersuchung des Ortes könnte wertvolle Beweise zutage fördern. Hey Leute, und mit dieser Erkenntnis von Holmes heiße ich euch willkommen zu Part 10 von Let's Play Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Und Leute, ich musste gar nicht lange suchen, denn ich habe mir aufmerksam den letzten Part angeguckt und da hat man dann gesehen, wie man, Lagerhaus 16 ist. Nämlich ganz in der Nähe hier vom Pub. Hier geht's zum Pub. Und hier ist schon Lagerhaus 16. Und, halt, Momentchen mal. Da ist der Pub, jetzt aber. Jetzt haben wir es beieinander. So, und da waren auch so irgendwie Schilder an der Tür. Hier. Generalstreik, Fabrik geschlossen. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Dieser widerliche Teer. Meine Schuhe sind ganz verschmiert. Okay, das Teer. Spannend. Warten Sie, Watson. Diese Spuren haben uns eine Menge zu erzählen. Sehen Sie, wie ähnlich sie denen daneben sind. Und vor allem ist da ein Schlüssel. Okay. Würde man sagen. Oh, schaut mal hier. Vernagelte Schuhe. Ah, nein. Ach, ich immer mit meinem Rechtsklick. Warten Sie, Watson. Diese Spuren haben uns eine Menge zu erzählen. Sehen Sie, wie ähnlich sie denen daneben sind. Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Das habe ich sogar mit der. Warten Sie, Watson. Mit der Lupe Diese gesehen. Diese Spuren haben uns eine Menge zu erzählen. Sehen Sie, wie ähnlich sie denen daneben sind. Wie kriege ich jetzt die rechte Maustastenklick aus meinem Finger raus? Mit der Lupe muss man ihn aufsammeln. Den Schlüssel. So. Wie ähnlich sie denen daneben sind. Okay. Die haben keine Nägel. Nee, ich glaube, das war's. Oder? Nö, ich finde jetzt nichts mehr. Okay, jetzt mache ich bewusst den rechten Maustasteklick. Aha. Und wir haben einen Schlüssel, Leute. Geht's mit damit? Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Tja. Ich hätte aber ganz gern mit dem Schlüssel hier die Tür aufgesperrt. Watson? Was halten Sie davon, Holmes? Ja gut, wir halten davon, dass wir wahrscheinlich einmal ums Gebäude rum müssen, wenn das geht. Weil hier geht es nicht lang, weil da ist ja irgendwie ein Kai. Geht es vielleicht in dieser Tür? Mit dieser Tür kann man nicht interagieren. Mit dieser Tür vielleicht. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Ach komm, Holmes. Tja. Okay. Vielleicht habe ich doch bei den Fußspuren was noch nicht gesehen. Oh, Momentchen mal. Holmes läuft da in die richtige Richtung. Die Fußspuren führen ja wohin? Oder? Ist das bloß vom Spiel so halt? Sind das noch die Fußspuren oder sind das mittlerweile schon andere? Ah. Okay. Die Treppe kommt mir bekannt vor. Und die Tür, die da jetzt kommt, kommt mir auch bekannt vor. Hier! Oh, da liegt was.
Hier ist ein Etikett. Dieses hier ist weniger beschädigt. Institut Schwarzes Edelweiß, 1896, 16.11. vielleicht? Okay. Aha. Ausgezeichnet. Jetzt kennen wir die Quelle dieser illegalen Güter. Watson, wir kehren zurück in die Baker Street. Es gibt viel zu tun. Okay. Er kehrt aber nicht automatisch. Das ist bloß eine Kammer, oder? Okay. Dann könnten wir doch auf die Karte gehen. Und in die Baker Street. Haben wir schon Nachricht von Mycroft? Mir scheint, da liegt ein Brief für Sie auf dem Tisch. Vielleicht ist er von Mycroft. Oh, lieber Sherlock. Die Agentur Northwood hat ihr Hauptquartier in Boston, Massachusetts, Amerika. Sie führen alle möglichen Arten von vertrauenswürdigen Nachforschungen durch und sind spezialisiert auf die internationale Suche nach vermissten Personen und Kunstgegenständen. Sie haben einen guten Ruf und eine hohe Erfolgsquote. Amos Colby arbeitete für sie in Europa und passt auf die Beschreibung, die du mir gegeben hast. Leider sind die Details des letzten Falles vertraulich. Jedenfalls noch. Ich habe eine ungefähre Übersetzung der Buchstaben beigefügt, die du entdeckt hattest. Leider mehr schlecht als recht und ziemlich rätselhaft. Liebe Grüße, Mycroft. Okay. Amos Colby arbeitete für sie. Vergangenheitsform. Und passt auf die Beschreibung. Okay. Oh, seltsames Gedicht. Möge deine Larve durch den Äther gehen. Möge deine Larve durch den Äther gehen. Sterne wie Maden in einer Frucht. Erwarte dein Erwachen dir zu Ehren. Licht der Tiefe. Er ist der, den du wähltest, uns die Schönheit tiefster Schwärze zu zeigen. Licht der Tiefe. Er ist der, der dein Zeichen am Körper trägt. Er wurde einer von uns. Licht der Tiefe. Seinem Ruf antworten die Tiefen und wir antworten in deinem Namen. Licht der Tiefe. Sein Körper ist Tang. Sein Körper ist der Oktopus. Seine Stimme ist deine Stimme. Der Traum und die Rückkehr des Großartigen müssen sich erfüllen. Oho, das hört sich ja an wie ein übles Gebet. Der arme Teufel, der unter diesem Lagerhaus lag, war also in der Tat der Besitzer des Passes mit der blutigen Zeichnung. Sein Daumen war aufgerissen. Er ist mit größter Sicherheit derjenige, der während seiner Gefangenschaft die Zeichnung anfertigte. Aber was brachte ihn an diesen Ort? Außerdem, wenn dieses Detektivbüro Ansehen genießt, dann aufgrund des Rufes seiner Gesellschafter. Sie gelten zu Recht als bewährte Fachleute. Deshalb dienten die letzten Anstrengungen dieses sterbenden Mannes dazu, Hinweise für diejenigen zu hinterlassen, die nach ihm suchen würden. Erinnern Sie sich, Watson? Der Zeigefinger dieses Mannes war staubbedeckt und wir fanden Zeichnungen in eben diesem Staub auf dem Boden. Genau, Holmes. Ein Pluszeichen in einem Rechteck. Lassen Sie uns die Fakten betrachten, Watson. Mehrere Menschen wurden gewaltsam unter das Lagerhaus 12 gebracht, betäubt und dann in Kisten mit dem Schiff zu einem bisher unbekannten Ziel gebracht. Für den Augenblick hat London uns nichts weiter zu erzählen. Diese Leute, wer auch immer sie sind, haben einen kleinen Vorsprung. Wir sollten ihnen nicht noch mehr geben. Wir müssen sofort abreisen. Aber wohin? Warten Sie, Watson! Mir kommt da plötzlich eine Idee. Was bedeuten für Sie ein Edelweiß und ein Rechteck mit einem Pluszeichen darin? Wohin sollten Sie gehen, um Ihre Nachforschungen fortzusetzen? Also Edelweiß würde ich jetzt mal mit Österreich und Schweiz verbinden und ein Pluszeichen in einem Rechteck. Das ist doch die Schweizer Flagge, oder? Ist das die... Wir können natürlich auch irgendwie sowas wie Dänemark sein oder so. Ich glaube, Schweiz. Spannend. Y kommt nach Z. Das ist mal interessant, oder? Was ist das für eine Tastatur? Aber und nur, wir haben hier nur Ä. Ö und Ü fehlen. Interessant. Z. Die Schweiz, natürlich. Watson, wir müssen unsere Aufgaben teilen. Ich werde über die Einzelheiten von Mr. Colbys Tod Bericht erstatten.
da diese Angelegenheit Taktgefühl und Diskretion verlangt. Aber ich würde nie. Danke, ich bin sicher. Watson, Sie wissen, dass ich das nicht persönlich meine. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich verlasse mich auf Sie. Buchen Sie eine Überfahrt für zwei auf den Kontinent, sofort. Und Watson, versuchen Sie etwas über ein Institut namens Schwarzes Edelweiß herauszufinden und zu bestimmen, ob es in der Schweiz liegt. Wenn es diesen Ort gibt, dann finden wir dort sicher die Antworten, die wir suchen. Beeilung jetzt! Das Spiel hat begonnen! Moment mal, Holmes, Sie lesen ja einen Groschenroman. Ich dachte, ich finde Sie hier vertieft in alte Zeitungsnachrichten, auf der Suche nach Ähnlichkeiten mit unserem Fall. Und Sie vergeuden Ihre Zeit mit exotischen Abenteuern irgendeines unglaubwürdigen Helden. Hüten Sie sich davor, Populärliteratur als unseres Interesses für unwürdig zu betrachten, Watson. Werde ich außerdem nicht selbst von einigen Ihrer Leser als unglaubwürdiger Held betrachtet, der exotische Abenteuer erlebt? Holmes, das geht zu weit. Sprechen wir nicht mehr davon, Watson. Diese fürchterliche Statuette macht mich richtig nervös, Holmes. Diese Reise in die Schweiz bringt unangenehme Erinnerungen zurück, nicht wahr? Watson, diese Ereignisse sollten bleiben, wo sie hingehören, in der Vergangenheit. Ich werde Sie jedoch nicht in die Schweiz begleiten. Wenn der Zug in Lyon hält, müssen wir uns leider trennen, da ich woanders noch etwas zu erledigen habe, das etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber Holmes... Dank Ihres untadeligen Rufes als Arzt werden Sie unsere Untersuchung im Institut Schwarzes Edelweiß geschickt vorantreiben können. Meine Anwesenheit würde wahrscheinlich nur Verdacht erregen und unserer Sache schaden. Ich schreibe Ihnen den Namen eines Schweizer Polizisten auf dieses Stück Papier. Er ist im Dorf in der Nähe des Instituts stationiert, ein äußerst verlässlicher und fähiger Mann. Wenden Sie sich an ihn, wenn Sie während Ihres Besuches auch nur im geringsten Verdächtiges bemerken. Und Sie, Holmes? Was mich angeht, Watson, ich werde den Fall von der anderen Seite aus untersuchen. Behalten Sie einen klaren Kopf, Watson. Sollten Sie etwas Außergewöhnliches mit ansehen, egal wie unbedeutend es scheint, begeben Sie sich sofort ins Tal und fragen Sie nach Hauptkommissar Bilger. Ich kenne ihn. Er ist ein vertrauenswürdiger Bursche und wurde über Ihre Anwesenheit in seinem Bezirk informiert. Er sollte sich als fähiger Verbündeter erweisen. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Kutscher, warten Sie hier auf mich. Okay, Leute, das sieht irgendwie aus wie ein Internat. Mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Okay, viel können wir nicht machen, außer die Tür zu öffnen. Oder zu klopfen. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Guten Tag, Sir. Ich bin Dr. Watson. Ich komme gerade aus London und... Wenden Sie sich an Fräulein Müller. Bitte sehr, sie ist dort drüben. Okay, Fräulein Müller. Sie konnte ihren Besuch kaum erwarten. Sie hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Aber der Doktor kann Ihnen das alles viel besser erklären als ich. Sehen Sie, da kommt sie. Mein kleines Töchterlein.
Okay, Leute. Was ist das hier für eine Schule? Das sieht eher aus wie ein Krankenhaus oder so. Vielleicht war da auch ein Schild, das ich nicht mitgekriegt habe. Ich rede mal mit Fräulein Müller. Ich rede mal mit Fräulein Müller. Guten Tag, Fräulein. Ich bin Dr. Watson. Ich glaube, Sie sind über meinen Besuch informiert. In der Tat, Doktor. In Ihrem Brief stand, Sie wünscht, mit Dr. Gygax zu sprechen. Ich werde nachsehen, ob er Sie jetzt empfangen kann. Danke sehr, Fräulein. Dr. Gygax, was ist denn das für ein Name? Guten Morgen, Dr. Watson. Ich muss sagen, ich habe Ihren Brief mit Erstaunen und auch mit Stolz gelesen. Sie möchten also mehr über unsere Behandlungsmethoden wissen, um sie mit denen in Ihrem Land zu vergleichen. Ganz genau, Doktor. Ich bin sicher, dass wir Briten eine Menge von unseren Kollegen auf dem Kontinent lernen können. Da haben Sie ganz recht, mein lieber Doktor. Aber dieser professionelle Austausch hätte effizienter und einfacher auch schriftlich stattfinden können. Ich bin sicher, Sie verstehen, dass meine Zeit, wie auch die Ihre, recht wertvoll ist. Bitte sagen Sie mir, was genau brachte Sie ins schwarze Edelweiß, Dr. Watson? Das ist ganz einfach. Durch einige zufällige Ereignisse traf ich auf einen Ihrer ehemaligen Patienten. Seine Handlungen ließen ahnen, dass er an Störungen litt, wie... Guten Morgen, ich bin Amos Colby von der Agentur Northwood in Boston, Massachusetts. Stimmt etwas nicht, Doktor? Hören Sie, dieser Mann, der angeblich von der Agentur Northwood kommt, ist ein offensichtlicher Betrüger. Der echte Amos Colby ist tot und wurde erst vor wenigen Tagen in London begraben. Ich muss Ihnen jetzt alles sagen. Ich bin hier, weil ein Mitglied Ihres Personals in einen gefährlichen Handel zwischen diesem Institut und Gruppen in England verwickelt ist. Darüber hinaus sind diese Aktivitäten mit einer mörderischen Sekte verknüpft, die... Und Sie glauben, dass dieser Mann einer von Ihnen sein könnte? In der Tat. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass er hier ist, um jede Spur Ihres kriminellen Unternehmens zu verwischen, wenn Sie verstehen. Das tue ich in der Tat. Ich werde Sie zur Tür begleiten, Doktor. Ich hoffe das. Bitte kommen Sie morgen um dieselbe Zeit wieder und ich verspreche, dass ich Ihnen ganz und gar zur Verfügung stehe. Aber ich bitte Sie inständig, bewahren Sie völlige Diskretion über diese Angelegenheit. Kann ich mich auf Ihre Mitarbeit verlassen? Selbstverständlich, aber... Guten Morgen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie können zunächst einmal Ihren Männern sagen, sie sollen alle ein paar Schritte zurückgehen. Dann können wir uns nett und freundlich... Sehr interessant. Wir haben Anzeichen eines Persönlichkeitszusammenbruchs und damit verbundener Paranoia. Ich muss Sie bitten, mit mir in den Untersuchungsraum zu kommen, damit wir Ihre tieferen Probleme enthüllen können. Keine Sorge, das ist nichts Ernstes.